Hallihallo, ich grüße euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei JPTV. Heute geht es mir wieder um Technik und zwar um Wohnmobiltechnik. Ich zeige euch heute meinen Batteriecomputer, den ich hier in mein Wohnmobil eingebaut habe. Ich zeige euch, wie ich den eingebaut habe und ich erzähle euch mal generell was zum Thema Batteriecomputer. Was ist das eigentlich überhaupt? Braucht man sowas? Was gibt es da für verschiedene Typen? All das erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt dabei! Und wie immer findet ihr hier unten in der Videobeschreibung bei YouTube einige zusätzliche Infos, Links auch zu den Produkten, die ich jetzt gleich hier zeige und erläutere. Und auch Links zu anderen Videos, die ich schon mal zum Thema gemacht habe, werde ich jetzt im Laufe des Videos nochmal erwähnen. Ja, dieses Video wollte ich eigentlich schon vor langer Zeit machen, beziehungsweise ich habe das schon begonnen vor langer Zeit, nämlich vor über einem Jahr. Da habe ich hier meinen Batteriecomputer eingebaut, zusammen mit der Solarfernanzeige. Und zu meiner Solaranlage hier und zu der Solarfernanzeige, da habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich auch noch hier in den Infokarten mal und auch wie gesagt in der Videobeschreibung. Da habe ich ja erläutert, wie meine Solaranlage hier funktioniert, was ich für eine Anlage habe. Und ich habe euch auch gezeigt, wie man generell sich selbst eine Solaranlage im Wohnmobil einbaut. In diesem Video, wie gesagt, geht es jetzt um das Thema Batteriecomputer. Ein Batteriecomputer ist im Prinzip die Tankanzeige für die Batterie. Was ja enorm wichtig ist hier im Wohnmobil für meine Bordstromversorgung, ist einfach die Information, wie viel Kapazität habe ich noch zur Verfügung. Also wenn ich irgendwo länger frei stehe, zum Beispiel ohne Stromanschluss, auch vielleicht nicht so viel Sonne habe oder gar keine Solaranlage, dann ist es natürlich wichtig zu wissen, wie lange kann ich noch hier stehen, bevor ich irgendwie die Batterie wieder aufladen muss, durch Fahren oder mit Strom, und wie viel Kapazität habe ich noch zur Verfügung. Bei Bleisäurebatterien oder auch AGM-Batterien, das sind ja so die gängigen Typen, die in Wohnmobil als Bordstromversorgung eingebaut sind. Da ist die Bauart halt immer, beruht immer auf Bleisäure in irgendeiner Form, und diese Bauart hat halt die Eigenschaft, dass man die nur bis zur Hälfte wirklich nutzen kann. Das heißt, die Kapazität kann eigentlich nur bis 50% genutzt werden, bei sehr guten Batterien auch noch ein bisschen mehr, aber die leiden dann halt sehr stark. Und es ist auch so, dass die Spannung dann sehr stark in die Knie geht, wenn ich halt hier richtig Leistung aus der Batterie ziehe und die hat nur noch 60-50% Kapazität, dann geht die Spannung gleichzeitig sehr stark runter. Und dann kann es zum Beispiel passieren, dass Geräte nicht mehr richtig laufen. Ich hatte jetzt auch letztens irgendwie bei meiner Heizung Unterspannungsmeldung, weil halt die Batterie fast sehr weit entladen war und wenn die Heizung dann anspringt, ist die Spannung zu niedrig. Und anhand dieser Spannungswerte kann man schon ganz grob so einen Überblick bekommen über den Ladezustand der Batterie, und genauso funktionieren billige Batteriecomputer. Und das kann man eigentlich gar nicht Batteriecomputer nennen, aber es ist halt quasi so eine billige oder einfache Kapazitätsanzeige. Sowas ist zum Beispiel auch hier bei mir schon verbaut im Wohnmobil. Hier habe ich auf dem Schaltpult oder auf dieser generellen Bedieneinheit von meinem Westfalia Womo hier zwei Schalter. Da kann ich einmal die Fahrzeugbatterie checken. Da sehe ich, die ist jetzt komplett voll. Drei grüne Striche, und ich habe hier auch die Bordbatterie, und da habe ich jetzt noch zwei Punkte. So eine Anzeige, die nur auf der Spannung der Batterie beruht, ist wirklich sehr ungenau, denn wie gesagt, die Spannung variiert bei der Batterie sehr stark aufgrund der Leistung, die ich da gerade rausziehe, dann geht die weiter runter, und auch wenn ich jetzt gerade diese Leistungsabnahme beende, also wenn der Kühlschrank zum Beispiel gerade gelaufen ist, dann hört er wieder auf, dann dauert das auch eine ganze Zeit, bis die Batterie wieder in so einem Ruhezustand ist, wo die Spannung wieder entsprechend der noch verfügbaren Kapazität als Referenz hergenommen werden kann. Und ebenso, wenn ich die Batterie gerade aufgeladen habe, dann ist die Spannung erstmal wieder ein bisschen höher, ne? Und das ist also echt unzuverlässig. Und auf diesem Prinzip der Spannungsmessung beruhen halt einfache Batteriecomputer oder einfache Batteriekapazitätsanzeigen. Zum Beispiel gibt es ja auch verschiedene Bluetooth-Sensoren, die die Spannung messen und dann über Bluetooth an eine App ins Handy übertragen, wie zum Beispiel das CTEC Battery Sense. Das stelle ich euch gleich noch vor. Und die funktionieren im Prinzip auch nach dem Prinzip. Da wird natürlich noch ein bisschen herumgerechnet und Spitzen, Spannungsspitzen und Tiefen, die kurzzeitig nur auftreten, werden dann irgendwie wieder rausgerechnet. Aber so wirklich genau sind die nicht. Das werden wir uns aber gleich nochmal genauer angucken. Wie kann man jetzt eine verlässliche Batteriekapazitätsmessung machen, eine verlässliche Anzeige der Batteriekapazität realisieren? Dazu braucht man einen Batteriecomputer mit Messschand. Ein Messschand ist so ein spezieller Messwiderstand, ein geeichter, und den schleift man in die Batterieleitung mit rein, in den Minuspol. Und über diesen Messwiderstand fließen dann alle Ströme, die in die Batterie rein und rausgehen,
und dadurch kann der das komplett mitbekommen, was jetzt aus der Batterie rausgesaugt wird, was wieder reingepumpt wird, und entsprechend dieser gemessenen Ströme wird dann im Batteriecomputer die Kapazität angezeigt. Das ist also wie eine Tankuhr. Und das ist eigentlich auch die einzige wirklich brauchbare, vernünftige Form für einen Batteriecomputer. Es gibt verschiedene Hersteller, die solche Batteriecomputer herstellen. Und eine davon ist Votronic. Und ich glaube, die Produkte von Votronic sind sehr weit verbreitet. Das kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich verlinke euch auch mal ein Beispielprodukt hier unten in der Videobeschreibung. Und das ist auch der Batteriecomputer, den ich quasi hier in meinem Wohnmobil eingebaut habe. Beziehungsweise ich habe die Version von Büttner. Das ist eine zweite Firma, die man auch sicherlich bedenkenlos weiterempfehlen kann. Denn Büttner ist ein sehr professioneller Ausrüster für Wohnmobile. Die sind allerdings auch etwas teurer, haben dafür noch einige zusätzliche Funktionen, ein bisschen hochwertiger. Ich habe das auch mal versucht rauszufinden, weil die sehen fast genauso aus wie die Votronic-Geräte und die haben auch im Prinzip genau den gleichen Funktionsumfang, die gleiche Bedienung, bis wie gesagt auf so ein paar feine Unterschiede, ein paar kleine zusätzliche Funktionen haben die noch. Aber auch die Geräte, ich habe das mal verglichen, die sehen genauso aus. Die Platinen hinten sind 1:1 die gleichen. Und so wie ich rausgefunden habe, ist das auch ein Hersteller. Also Büttner-Geräte werden irgendwie auch von Votronic hergestellt, zumindest die Batteriecomputer. Das ist aber jetzt irgendwie keine garantierte, verlässliche Aussage oder so. Das war das, was ich irgendwie herausgefunden habe. Auf jeden Fall beide Geräte zu empfehlen. Votronic habe ich auch bei vielen anderen Leuten immer wieder nur so Gutes gehört. Habe ich auch beim Sven hier, wo wir die Solar-Video ja gemacht haben, da habe ich das ja auch empfohlen. Da seht ihr das da auch. Da haben wir den auch eingebaut. Sind auf jeden Fall gute Geräte. So, und jetzt schauen wir uns mal genau so einen Batteriecomputer an. Und ich zeige euch jetzt erstmal diesen Videoteil, den ich schon lange gedreht habe. Nämlich, wo ich meinen Batteriecomputer hier eingebaut habe. Und da habe ich auch schon eine ganze Menge dazu erklärt, wie das Ganze funktioniert und wie man das Ganze verkabelt. Und das seht ihr jetzt. Ich mache erstmal ein Unboxing hier und zeige euch mal, was hier alles dabei ist. Das ist der Büttner MT4000 Batteriecomputer, den ich hier bei mir im Wohnmobil verbaut habe. Ist wie gesagt relativ baugleich mit dem Votronic 1263. Verlinke ich euch alles unten. Und wir haben hier so das Messschand, sehen wir hier. Dann haben wir das Verbindungskabel dazu. Wir haben ein Masseband. Und wir haben hier einen Temperaturfühler. Und wir haben ja auch eine Bedienungsanleitung und eine praktische Bohrschablone. Die Anzeige haben wir schon eingebaut. Jetzt muss ich noch das Messschand installieren. Da wird der Strom komplett gemessen. Alle Ströme, die hier rein und raus gehen, werden dann gemessen und überwacht. Und dadurch ist es halt möglich, genau den Zustand der Batterien hier zu überwachen, zu kontrollieren. Und dieses Messschand hier, diesen Messwiderstand, den installiere ich jetzt an der Zusatzbatterie. Der wird einfach in den Minuspol eingeschleift. Das heißt, der Minuspol wird abgeklemmt und komplett über dieses Messteil hier geführt und dann können alle Ströme, die in die Batterie rein und rausgehen, gemessen werden. Schauen wir mal hier in das Schaltbild. Dann sehen wir hier genau, hier wird das Masseband mit der Bordbatterie verbunden, mit dem Minuspol, sodass der ganze Strom über dieses Messgerät fließt, über diesen Messwiderstand. Zusätzlich wird hier auch noch der Pluspol von der Starterbatterie angeschlossen. Da kann ich dann die Spannung der Starterbatterie mit messen. Und auch der Pluspol von der Bordbatterie hier wird hier angeschlossen an einer Klemme. Und auch so kann ich die Spannung der Bordbatterie überwachen. Über diese Datenleitung hier wird das Ganze dann zum Anzeigecomputer übertragen. Was ich auch noch wieder mit anschließen werde, das ist das C-Tech Battery Sense. Das ist ein Bluetooth-Sender. Der wird einfach auch mit an Plus und Minus von der Zusatzbatterie geklemmt. Der zeichnet dann permanent die Spannung auf und überträgt die Daten per Bluetooth
an mein Smartphone und mit der entsprechenden App kann ich dann den Ladezustand der Zusatzbatterien überwachen. Und dann kann ich natürlich auch dazu genau was sagen, wie genau eigentlich dieses CTEK Battery Sense jetzt funktioniert, weil ich ja den direkten Vergleich mit dem sehr genauen Batteriecomputer habe. Das Gerät hatte ich ja schon in meinem Dacia Mini Camper drin, wenn ihr das noch nicht kennt. Ich verlinke mal das Video hier oben in den Infokarten und auch unten in der Videobeschreibung. So, die Zusatzbatterien hier, ich habe ja zwei Stück, 2x95 Amperestunden. Die sind hier parallel geschaltet und die sind bei mir unterm Beifahrersitz. Das ist jetzt alles sehr kompakt und eng hier. Ich habe jetzt keine Lust, den Sitz abzuschrauben. Der ist nämlich super schwer. Ich probiere es vielleicht erstmal so. Ich glaube, hier fehlen mir Kabelschuhe. Da werde ich nochmal größere Kabelschuhe dran machen müssen. Denn der Anschluss hier, wo die Kabel wieder dran müssen, da ist die Schraube viel größer. Da werde ich wohl nochmal in den Baumarkt fahren müssen. Was ich aber auch brauche, ist ja eine Verbindung zur Fahrzeugbatterie. Die Plusleitung, damit ich die Spannung da auch messen kann. Das habe ich mir jetzt schon mal angeschaut. Ich habe hier bei mir die zentrale Womo Elektrik. Ja, und hier an Klemme 22 ist die Fahrzeugbatterie angeschlossen. Die rechte Schraube hier. Und genau da werde ich einfach mit drauf gehen. Das Kabel muss natürlich abgesichert sein. Und dazu werde ich hier eine 3 Ampere Flachsicherung reinmachen. Habe ich hier jetzt schon mal vorbereitet. Jetzt verlege ich mal das Kabel hier durch diese Rinne rüber. Und dann bereite ich das soweit mal vor. So, da habe ich das Kabel jetzt angeschlossen. Ja, Sicherung ist noch nicht drin. Die anderen Kabel, die ich jetzt hier noch habe, das ist einmal das Datenkabel, die Verbindung zu dem Anzeigegerät in der Tafel, zu dem Batteriecomputer. Und dann habe ich noch einmal Plus und Minus verlegt. Auch hier oben zu diesem Schalterpanel. Da will ich nochmal einen Dauerplus dranlegen. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier noch zusätzliche Verbraucher irgendwie dran zu schließen, die ich dauerhaft betreiben kann, unabhängig vom Bordnetz. Im Moment habe ich da erstmal nur einen Anschluss dran. Das ist einfach hier so ein Kabel mit einer 12-Volt-Buchse dran. Da habe ich oben dann die Möglichkeit, einfach in der Ablage mir so ein Ladegerät zum Beispiel anzuschließen. Ja, und die anderen sind jetzt erstmal Reserve. Mal schauen, was mir da noch einfällt, was ich da noch vielleicht im Laufe der Zeit Sinnvolles dran anschließen kann. Falls ihr dafür Ideen habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, ich werde jetzt diesen Messwiderstand nachher irgendwie reinlegen. Da werde ich noch ein bisschen was isolieren. Und das Minuskabel hier, die Masse, das werde ich jetzt einfach durchschneiden. Also quasi das Teil hier zwischenschalten. So, für so große Kabelschuhe habe ich keine Krimpzange, deswegen werde ich das gleich löten. Ich quetsche das aber jetzt schon mal ein bisschen fest hier irgendwie. Und hier kommt der andere Kandidat drauf. Da machen wir aber jetzt, müssen wir noch ein paar mehr Kabel mit drauf machen. Hier ist einmal noch so ein zusätzliches Kabel gewesen an der Batterie. Ich weiß gar nicht, wofür das ist, aber das ist auch irgendein Verbraucher. Und dann haben wir noch hier den Minus, der von oben kommt, der zu meinem Schaltbrett, zu der Schalttafel geht. Was ich auch noch wieder mit einbauen wollte, ist ja hier den CTEK Batteriesensor, der per Bluetooth dann die Daten an mein Handy sendet. Und dazu muss ich natürlich auch den Minus dann hier anschließen. Ach so, der Wechselrichter, den habe ich vergessen. Der soll ja auch noch angeschlossen werden. Das müssen wir natürlich jetzt auch mal direkt machen. Den will ich ja auch mit fest anschließen. Das heißt, hier muss ja auch das Minus noch drauf. Der Minus muss ja noch drauf. So, jetzt fehlt nur noch die Plusleitung. Und hier ist eine Hauptsicherung, direkt hinter der Batterie. Das Kabel geht zu der zweiten Batterie. Ich habe hier zwei parallel. Das heißt, das ist meine Hauptleitung. Das habe ich hier schon mal unterbrochen. Ich überlege jetzt, wie ich das hier baue am besten. Ich möchte gerne hinter die Hauptsicherung gehen. Und das jetzt hier dran frickeln, das ist aber nicht schön. Ich glaube, ich werde hier, da habe ich mir so ein Teil besorgt, die Leitung hier anzapfen. Das heißt, ich mache hier ein bisschen Isolierung ab. Das Ganze setzt dann hier in die Abzweigdose rein. Dann ist das auch schön isoliert.
zwei Pluskabel, das Datenkabel, was zu dem Batteriecomputer oben in der Anzeigetafel geht. So, jetzt klemmen wir auch die ganzen Pluskabel an und dann sind wir durch. Ja, sieht ein bisschen experimentell aus, aber auf jeden Fall sauber. Funktioniert auf jeden Fall und ist sicher. Und mein Batteriecomputer zeigt auch schon was an hier. Die Batteriespannung und ein Zeichen, dass er lädt, hier 0,2 Ampere. Was man jetzt am Anfang als allererstes nochmal machen muss, sind so Ersteinstellungen. Das steht in der Bedienungsanleitung genau beschrieben. Man muss zum Beispiel die Uhrzeit einstellen, aber vor allen Dingen auch die Kapazität der Batterie. Und das werde ich jetzt mal tun. Und dazu drücke ich jetzt mal hier in dieser Ansicht, hier 3 Sekunden, diese Taste, bis da Set blinkt. Genau. Jetzt kann ich hier die Kapazität meiner Batterie einstellen. Ich habe 2x 95 Amperestunden, also 190 Amperestunden insgesamt Batteriekapazität. Dann muss ich jetzt den Typ hier angeben. Und da gibt es hier so eine Tabelle in der Anleitung. 12 Volt System, habe ich hier eine AGM, 14,4, Einstellwert 34. Gehe ich hier auf 34. Was ich dann machen muss nach der Einstellung und nach Erstinbetriebnahme, ist die Batterie auf jeden Fall voll aufladen. Denn dadurch weiß der Computer dann, was die maximale Kapazität der Batterie ist. Und dadurch erst wird die Anzeige der Restkapazität ganz genau gemessen. Soweit die Theorie und der Einbau. Und jetzt zeige ich euch mal, was das Gerät im Einzelnen für Funktionen hat. Die wichtigste Funktion ist natürlich die momentane verfügbare Kapazität meiner Versorgungsbatterie. Und da sehen wir hier, 88% habe ich aktuell noch und ich habe hier auch eine entsprechende Balkenanzeige. Ich kann jetzt hier weitere Optionen durchschalten und sehe hier zum Beispiel, dass meine aktuelle Kapazität noch 18 Stunden reichen würde, wenn ich jetzt weiterhin so viel Strom verbrauche wie aktuell. Ich kann hier die aktuelle Spannung meiner Starterbatterie ablesen, das sind 13 Volt. Und ich kann die aktuelle Spannung meiner Bordbatterie hier ablesen, das sind 12,7 Volt. Außerdem sehe ich noch den aktuellen Verbrauch, also den aktuellen Strom, der aus der Batterie oder rausfließt oder auch reinfließt, wenn denn jetzt irgendwie etwas aufgeladen würde. Und das sind hier 3,9 Ampere, die rausgehen, minus 3,9 deswegen. Und da ist im Moment mein Kühlschrank, der das saugt, der läuft nämlich. Und auch das sehe ich hier jederzeit, was natürlich sehr praktisch ist, auch zur Kontrolle und zur Überwachung meiner Installation, meiner Geräte hier im Wohnmobil. Hier sehe ich jetzt die Amperestunden. Ich habe insgesamt 180 Amperestunden, weil ich habe 2 95 Amperestunden Batterien hier bei mir. Und verfügbar habe ich jetzt noch 167 Amperestunden. Das entspricht, wie gesagt, wiederum den 88%. Zusätzlich hat dieser Batteriecomputer hier auch noch ein Thermometer eingebaut. Ich kann hier die aktuelle, nee, das ist die maximale. So, genau, erstmal fangen wir mal da an. Ich habe eine Uhrzeit hier, die er mir anzeigt. Ich habe das Datum und ich habe hier ein Thermometer. Das ist die Innentemperatur. Ich habe hier ein Minimum der Innentemperatur. Das speichert er immer. Das ist die minimalste. Ich habe ein Maximum und ich habe genauso die Außentemperatur. Da habe ich einen Fühler nach außen gelegt. Und ihr seht schon, es ist kalt draußen. Und auch hier habe ich Mini- und Maximumwerte, die der sich speichert. Das ist auch ganz praktisch, das benutze ich auch hin und wieder. Und das war es im Groben auch schon. Was passiert jetzt, wenn ich den Motor anmache? Dann müsste die Batterie geladen werden. Das wird sie auch. Und dann sehen wir nämlich auch direkt, wie viel Strom hier reinfließt. Das zeige ich euch jetzt mal. Zum einen wird das direkt angezeigt hier durch dieses Symbol Charge. Also sobald hier Strom reingeht in die Batterie, ist da oben das Charge, was Laden heißt, zu sehen, 88%. Und jetzt schauen wir hier mal, jetzt sehe ich ja schon mal die Spannung, 14,2 Volt, also deutlich mehr, klar, die Lichtmaschine liefert jetzt Strom. Und ich lade jetzt aktuell mit 23 Ampere, ja, knapp 23 Ampere, gehen jetzt hier in die Batterie rein. Wie viel Strom in die Batterie reingeht hier von der Lichtmaschine kommt, das hängt natürlich davon ab, wie leer sie ist, wie viel Strom die Lichtmaschine gerade liefert. Es wird auch mehr, wenn ich jetzt irgendwie fahre, wenn ich mehr Gas gebe. Aber auch das kann ich hier natürlich wundervoll kontrollieren. Den größten Wert, den ich hier mal gesehen habe, war 60 Ampere, der hier direkt neben meine Batterie floss, wo die relativ leer war, fast leer. Und das geht dann je nach Ladezustand, wenn die voller wird, die Batterie, wird es dann weniger. Natürlich sehe ich auch, wenn über die Solaranlage hier Strom reingeht, im Moment
ist leider nichts da, weil es ist übles Wetter hier und es ist auch schon recht spät. Aber sobald ich hier natürlich Solarstrom bekomme, kann ich jetzt auch einen Batteriecomputer wunderbar überwachen. Dazu werde ich aber noch mal ein zweites Video machen in Kürze. Ich werde jetzt noch mal, das werde ich auch fertig machen, da habe ich auch schon Teile von gedreht. Ich habe immer mal wieder unterwegs, schon in Italien letztes Jahr, Aufnahmen gemacht, so wie die Solaranlage funktioniert, was ich überhaupt für Strom da reinkriege, unter welchen Bedingungen. Und genau zu diesem Thema werde ich noch mal, wie gesagt, ein zweites Video machen, wo ich komplett meine ganzen Erfahrungen mit meiner Bordstromversorgung, ob es ausreicht, wann es eben nicht reicht, und so weiter und so fort mit euch teile. Was ich jetzt gerne in diesem Video zum Abschluss gerne nochmal ergänzen möchte, ist meine Erfahrung mit dem C-Tech Battery Sense. Das ist ja so ein Bluetooth-Sensor, den ich mit eingebaut habe, der quasi die Batteriespannung überwacht und dann an eine App entsprechend diese Daten übermittelt und die App wertet das dann aus. Ja, so sieht das hier aktuell aus mit meiner Batterie. Die C-Tech App sagt hier 12,82 Volt. Und mein Batteriecomputer sagt auch 12,8 Volt. Was ich allerdings hier sehe, ist 49% Ladezustand. Und mein Batteriecomputer zeigt ja deutlich mehr an 88%. Und ich bin auch eben ziemlich lange noch Auto gefahren. Also 88% hier ist auf jeden Fall die realistischere und richtigere Anzeige. Und damit sind wir auch schon genau mittendrin hier in der Kritik, die ich an dem C-Tech Battery Computer übe. Die Anzeige ist sehr ungenau. Das habe ich auch eben schon am Anfang des Videos erwähnt. Der misst halt die Batteriespannung und errechnet sich dann anhand dieser Werte die Kapazität. Wenn man das Smartphone dann quer hält, hat man auch hier eine komplette Verlaufsübersicht. Der zeichnet halt wirklich alle Daten auf. Das ist durchaus interessant. Also abschließend würde ich schon sagen, dass dieses C-Tech Battery Sense nicht unbrauchbar ist. Es ist ein nettes Spielzeug. Und dadurch, dass man wirklich komplett die ganze Zeit die Daten auch aufzeichnet und dann den Verlauf hinterher sieht, kann das durchaus auch interessant sein, um irgendwie Rückschlüsse zu ziehen auf Phasen, wo die Batterie irgendwie entladen wurde oder um überhaupt zu sehen, wie die Aktivität des Bordnetzes so war. Aber um eine verlässliche Kapazitätsanzeige zu bekommen, wie viel Kapazität ich jetzt wirklich noch in meinem Bordnetz zur Verfügung habe und wie viel gerade rein und raus geht, wie viel Ströme und so weiter, das kann ich definitiv nur mit einem Batteriecomputer, wo halt so ein Messwiderstand in der Leitung ist. Und damit kommen wir zum Ende. Wie gesagt, es gibt noch ein zweites Video, wo ich noch sehr ausführlich mal über meine Erfahrungen hier mit meiner Bordstromversorgung berichten werde in Kürze. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was anfangen mit dem Video. Wenn ihr Fragen zum Batteriecomputer habt oder generell zur Bordtechnik, dann stellt sie gerne hier in den Kommentaren unter dem Video. Hier in der Videobeschreibung bei YouTube findet ihr, wie gesagt, Links auf die Produkte, auf den Votronic Batteriecomputer, den ich hier erwähnt habe, und weitere Infos. Und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr den Daumen nach oben klickt, natürlich gerne für das Video. Und wir sehen uns in weiteren Videos. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.